Hallo, ich darf euch beim dritten Video zum Arbeitsblatt Laplace-Experimente begrüßen. In diesem Video lernst du, wie man Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Würfeln mit zwei Laplace-Würfeln berechnet. Dazu sehen wir uns das Beispiel links unter der Tabelle an. Genauso wie beim Würfeln mit einem Laplace-Würfel gilt auch hier günstig zu möglich. Die Anzahl der möglichen Versuchsausfälle können wir ganz leicht ermitteln, indem wir einfach abzählen, wie viele Kästchen die Tabelle hat. Somit kommen wir auf 6 mal 6, also 36 Kästchen. Es gibt also 36 mögliche Versuchsausfälle. Das heißt, die Zahl 36 können wir schon überall auf der rechten Seite notieren. So schnell haben wir die Hälfte der Felder befüllt. Für die andere Hälfte würde ich dich bitten, das Video kurz zu pausieren. Versuche selbst, die Anzahl der günstigen Fälle jeweils zu berechnen. Schauen wir uns das Beispiel nun gemeinsam an. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, die Augensumme 6 zu würfeln? Dazu zählen wir einfach ab, wie oft die Zahl 6 in unserer Tabelle vorkommt. Hier sehen wir, es gibt 5 günstige Fälle. Also erhalten wir eine Wahrscheinlichkeit von 5 zu 36. Genauso gehen wir vor, wenn wir die Wahrscheinlichkeit suchen, die Augensumme 7 oder 8 zu erhalten. Wir markieren wieder die für uns günstigen Fälle und zählen ab. Hier erhalten wir eine Wahrscheinlichkeit von 11 zu 36. Als nächstes ist gefragt, wie wahrscheinlich es ist, eine durch 3 teilbare Augensumme zu würfeln. Durch 3 teilbar ist die Zahl 3 selbst, aber auch die Zahlen 6, 9 und 12. Wir haben also nun gesamt 12 orange markierte Kästchen. Also 12 günstige Fälle und somit eine Wahrscheinlichkeit von 12 zu 36. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Augensumme zu würfeln? Gerade sind die Augensummen 2, 4, 6, 8, 10 und 12, die ich hier mit einem grünen Kreis markiert habe. Wir zählen wieder ab und kommen auf eine Wahrscheinlichkeit von 18 zu 36. Achtung aber bei der nächsten Aufgabe. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine durch 3 teilbare oder gerade Augensumme zu würfeln? Meine Frage an euch lautet nun, wieso reicht es hier nicht aus, die für eine gerade Augensumme günstigen Fälle, also 18, und die durch 3 teilbaren Augensummen, also 12, zu addieren? Wieso ist es hier also falsch, eine Wahrscheinlichkeit von 30 zu 36 anzugeben? Bitte versuche nun selbst, eine Erklärung zu finden. Das Problem liegt daran, dass wir manche Augensummen doppelt gezählt haben. So ist die Zahl 6 beispielsweise durch 3 teilbar und gerade. Dasselbe gilt für die Augensumme 12. Diese Augensummen sind in der Tabelle auch doppelt markiert. Das heißt, wir müssen von den 30 von vorhin die doppelt gezählten Fälle
also hier 6, weil wir 6 doppelt markierte Kästchen haben, abziehen und erhalten somit 24 günstige Fälle. Also eine Wahrscheinlichkeit von 24 zu 36. Wenn du einfach in der Tabelle die nun markierten Kästchen abzählst, solltest du zum gleichen Ergebnis kommen. Das war's schon wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.